Hallo, liebe Leute von heute. Ja, uns beide werdet ihr sicherlich kennen. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied. Ich brauche mittlerweile keine Maske mehr tragen, denn ich habe mich ja dieses Jahr demaskiert. Oder vielmehr letztes Jahr, Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahres. Ja, ich bin nach wie vor so James. Unterstütze das Kildumer Marionettentheater im Hintergrund und bin auch noch sehr aktiv beim Theater. Allerdings bin ich zum Beispiel bei Live-Auftritten nicht mehr dabei und Schnitt, Produktion und das Ganze drumherum, das übernimmt jetzt er hier. Und ja, das ist heute unser erster offizieller Auftritt zusammen, ne? Öffentlich jetzt mal vor die Kamera zu treten und auch den Fans zu zeigen, nein, da steckt nicht irgendein Heini unter zwei verschiedenen Masken, sondern das sind zwei ganz verschiedene Charaktere. Und damit ihr überhaupt erstmal so herausbekommt, wer das jetzt genau ist, haben wir uns gedacht, machen wir dieses spezielle Video und beantworten ein paar Fragen, aber erzählen auch ein paar Fakten. Ja, soweit so gut. Die Maske, die stelle ich mal dahin. So. Ja, und dann fangen wir mal an. Also ich habe mir hier so einen kleinen Schmierzettel gemacht und dann denke ich mal, da werden wir mit klarkommen. Also, Leo, normalerweise duzen wir uns im Privaten, weil wir uns ja so auch nur im Privaten sehen. Das ist ja jetzt der erste öffentliche Auftritt mit uns beiden zusammen. Und ich denke mir mal, es wird auch so schnell keine weiteren Auftritte mit uns zusammen geben, weil ich mich ja aus dem Business verabschiedet habe, aus der Öffentlichkeit raus bin und nur noch im Hintergrund agiere. Gibt es jetzt formal eine richtige Anrede? Also müsste ich jetzt in einem öffentlichen Gespräch sagen, keine Ahnung, Eure Exzellenz, oder ja, muss ich da auf irgendwas jetzt drauf achten? Ja, also eine extrem formliche Anrede wäre jetzt Eure emeritierte Exzellenz. Manche übertreiben es auch, weil der Panarch ja ähnlich wie ein Papst fungiert, dass man sagt, Eure Heiligkeit, Eure emeritierte Heiligkeit, muss jetzt nicht sein. Ja. Also wir können euch bei Sud und Leo bleiben. Und ich bin ja so gesehen kein Würdenträger mehr, sondern nur noch Theaterleiter. Und wenn man jetzt dem richtigen amtierenden Papst gegenübersteht oder es sehr förmlich ist, dann sagt man natürlich nicht, wie geht es dir oder wie geht es Ihnen, sondern wie geht es euch. Ja. Und als Antwort würde dann vom Panarchen kommen, nicht mir geht es gut, sondern uns geht es gut. Ja? Also da spricht man dann in der dritten Person von sich selbst, wird aber auch als dritte Person angesprochen. Ja? Eine sehr uralte Höflichkeitsform, die so eigentlich kaum noch eine Verwendung findet. Beim Panarchen wird es gemacht, aber ist jetzt nicht der Rede wert. Also wir bleiben bei du.
einfacher. Okay. Ja, ich habe ja von 2010 bis 2022 Kedu mal geleitet. Und durch meine Demaskierung bei der ersten Folge von Luzi Wettet mit der Surströmming Ekelfisch Challenge, sage ich mal, war es da dann für mich vorbei. Zu dem Zeitpunkt warst du aber schon von deinem Amt in Euland als Panarch zurückgetreten. Jetzt erstmal die Frage, in deinem Namen taucht ein Wort auf, das irritiert alle so ein bisschen. Emeritus oder Emeritus. Was bedeutet das eigentlich und was steckt dahinter? Und dann halt noch die Frage, warum heißt du eigentlich jetzt mittlerweile Leopold II? Also du durftest dir bei Amtsantritt zum Panarchen den Namen aussuchen. Warum Leopold II und nicht Leopold I? Gab es Leopold I überhaupt? Und wenn ja, wann gab es ihn? Gibt es ihn überhaupt noch? Ja, ja, das wird uns sehr interessieren. Und dann auch noch dein gebürtiger Name. Ja, also, bevor du Panarch wurdest, habe ich dich ja immer Kömmken genannt. Ja, also deinem richtigen Namen nach. Nachdem du Panarch von Euland wurdest, dann einfach nur noch Leo. Ja, war ja auch einfacher. Zu deiner Frage, also es waren ja jetzt viele Fragen in einer. Emeritus oder Emeritus, das heißt so viel wie zurückgetreten. Ja? Das ist das Einzige. Oder, ja, Panarch außer Dienst, ja, Panarch AG könnte man auch sagen. Ja? Klingt ein bisschen doof, deswegen Emeritus, ja, der zurückgetretene Panarch. Natürlich kann man mich nach wie vor noch mit Panarch Leopold II. Anreden. Man muss jetzt nicht unbedingt noch Panarch Emeritus sagen. Kann man, muss man aber nicht. Also ich sehe das sehr locker, sehr entspannt. Denn auch wenn ich ein zurückgetretener Panarch bin, Panarch bleibe ich auf Lebenszeit. Ja, und ja, da ist nichts zu ändern. Warum jetzt ausgerechnet der Name Leopold II? Ja, es gab einen Leopold I., der war in Eulands Geschichte im Mittelalter und dem ranken sich auch sehr viele Mythen und Legenden. Ich meine, Kiruma hat da auch mal eine Geschichte drüber gemacht, das Burggespenst Nano, wurde aber noch nie so wirklich an die Öffentlichkeit gebracht. Soll noch kommen, ne? Aber da geht es halt auch um Graf Teppisch. Und der hieß mit Vornamen Leopold und der wurde damals seines Amtes enthoben, angeblich, weil er mit dem Teufel im Bunde stehen würde und schwarze Magie betreiben würde. Also das hat man ihm zugedichtet, ja? Und daraufhin hat man ihn seinen Ämtern enthoben und ihn zum Tode verurteilt und ihn danach auch hingerichtet. Und postmortem, ein paar Jahrhunderte später, meine ich, war ein Amtsvorgänger von mir, auch ein Panarch, ich weiß jetzt aber nicht wer genau, der hat Graf Leopold Teppisch
postmortem zu einem Panarchen ausgerufen, weil diese ganzen Vorurteile und diese ganzen Anschuldigungen, das konnte bewiesen werden, das waren Lügen, und um ihn wenigstens im Tod wieder reinzuwaschen, hat mein Vorgänger ihm dann halt den Titel des Panarchen nachträglich nach seinem Tod gegeben. Ja? Und das ist Panarch Leopold I., auch wenn er während seines Lebens diesen Titel nie verwendet hat. Also es gibt auch kein Schriftstück, wo er als Panarch Leopold I. unterschrieben hat, das nicht. Also er hat immer nur unter Graf L. Teppisch unterschrieben, das andere kam dann halt später. Und weil ich die Geschichte so faszinierend finde über Leopold I. und auch das ganze Drumherum einfach mich fasziniert und gefesselt hat, deswegen habe ich damit auch die Geschichte nochmal wieder ein bisschen aufgelegt und aufgearbeitet werden kann, mir halt den Namen Panarch Leopold II. Gegeben, um ein bisschen an meinen Namensvorgänger Panarch anzuknüpfen. Also ja, es hat ihn gegeben, wenn auch nur als Panarch ehrenhalber nach seinem Tod. So weit, so gut. Den Fans müsste man jetzt auch noch zum Beispiel sagen, Leopold ist von der Rasse her ein Löwenmensch. Also falls ihr euch gefragt habt, was stellt er dar? Er stellt einen Löwenmenschen dar. Und das hat auch ein bisschen was mit der Religion zu tun, deren Kirchenoberhaupt du ja lange Zeit warst. Von 2012 bis 2022, also ganze 10 Jahre, warst du das Kirchenoberhaupt und das Staatsoberhaupt von Euland. Und kannst du da so ein bisschen was über eure Religion, über das ganze Glaubensschisma so ein bisschen erklären? Ja, absolut richtig. Als Rasse bin ich ein Löwenmensch. Das kommt mir auch ganz, es kommt mir sehr zugute. Ja. Das kann man dann jetzt wieder mit der Religion in Verbindung bringen. Von der Religion her ist es die Kirche der Rosenthroner. Und würde man das jetzt als Konfession sehen, dann würde man nicht sagen, der ist katholisch oder der ist evangelisch oder lutheranisch oder was auch sonst, sondern der ist akassisch. Das geht zurück auf die Göttin Akasha. Und Göttin Akasha hatte mehrere Namen, unter anderem auch Sekhmet. Und als Sekhmet in der ägyptischen Mythologie hat sie halt einen Löwenkopf. Und später hat sie sich dann nochmal verwandelt in die Göttin Hathor, hatte dann also einen Kuhkopf oder einen Kalbkopf. Ja. Und da ich ja so quasi geboren wurde, laut der fiktiven Geschichte von mir, war das für die Gläubigen eine Art Bestätigung, okay, warum der jetzt so aussieht,
keine Ahnung. Aber wenn der ein vernünftiges Alter erreicht hat, dann muss der auf jeden Fall eine hohe Amtsposition bekommen. Das ist ein Zeichen der Götter. Ja? Und viele Amtsvorteile habe ich dann halt meinem ungewöhnlichen Aussehen zu verdanken. Das heißt aber nicht, dass jeder in Euland so aussieht wie ich. Ein paar haben diesen ungewöhnlichen, ich sag mal, Gendefekt oder diese Abnormalität des Gesichtes. Ja? Und die Rasse der Löwenmenschen ist in Euland vertreten, aber extremst gering. Ja, also das ist noch nicht mal eine Handvoll Leute, ich glaube weniger, ja, also ganz, ganz wenig, haben so ein auffallendes Gesicht, wie ich es habe. Dazu muss man sagen, mein Neffe, der auch mein Amtsnachfolger ist, der nennt sich jetzt Leopold der Dritte, der amtierende Panarch von Euland, der hat diesen Gendefekt übrigens auch. Aber ist ein Zufall. Ja, ist wirklich ein großer Zufall, dass dieser Defekt zweimal in der Familie aufschlägt, wo dann noch beide mit diesem Defekt überhaupt noch am Leben sind. Ja, so nach 7, 8, 9, 10 Generationen, da kann das nochmal durchkommen, das Gen, wenn überhaupt. Aber dass zwei in der gleichen Familie den Defekt haben und noch leben, ist sehr ungewöhnlich. Und es grenzt auch an ein Wunder, dass ausgerechnet er jetzt Panarch ist, sowas hatte man auch noch nicht. Das kann man da, denke ich mal, wieder damit vergleichen, dass die Gläubigen es halt als Wink der Götter ansehen, ne, dass er jetzt neues Oberhaupt von Euland ist. Geboren bin ich 1991, genauso wie du, aber in Otterstein. Otterstein ist eines der bekanntesten Orte von Euland. Nicht zu verwechseln mit Burg Otterstein, ne, das ist ja wieder separat. Da muss man unterscheiden zwischen dem Dorfkanton Burg Otterstein und dem Dorfkanton Otterstein. Und mein gebürtiger Name ist, wie du schon sagtest, Köngem und dann halt mit Nachnamen von Rezum. Na, und das ist der gebürtige Name. Und als ich Panarch wurde, hatte ich natürlich die Wahl, Köngem als Vornamen zu behalten. Dann wäre ich Panarch Köngem der Erste gewesen. Wollte ich aber nicht. Ich wollte auch einen etwas einfach auszusprechenden Namen haben. Und wie gesagt, mit der ganzen Hierarchie und der Geschichte im Hintergrund, dann halt Leopold. Ne? Das ist um einiges einfacher und auch angenehmer. Dann bist du ja auch als erster Panarch in der Geschichte von Euland lebendig und eigenmächtig von deinem Amt zurückgetreten. Das gab es vorher noch nie. Wie geht Euland damit um? Also hat es jetzt einen Panarchen oder zwei? Soweit ich weiß, hat es jetzt zwei, ne? Und zwar dich als Passiven, deswegen Panarch Emeritus, und deinen Nachfolger, der auch zufällig dein Neffe ist, ne? Klar, Vetternwirtschaft, natürlich, kennen wir alle, warum nicht? Du hast aber schon alle Aufgaben und Ämter niedergelegt und bist nur noch eine, ja, kann man sagen, Lichtgestalt. Also, du berätst natürlich deinen Neffen und Nachfolger,
sicherlich noch in einigen Sachen, wenn er dich fragt. Aber sonst machst du regierungsmäßig oder verwaltungstechnisch überhaupt nichts mehr, oder? Genau, ich war 10 Jahre insgesamt Kirchenoberhaupt und auch Staatsoberhaupt. Ja? Also wenn man Kirchenoberhaupt ist, ist man auch in Holland automatisch Staatsoberhaupt. Sieht Sultanien etwas anders, ich weiß, aber offiziell ist es nun mal so. Ja? Ich habe mich damals einfach meiner Position nicht mehr würdig gefühlt. Ja? Also die ganzen Möglichkeiten, die ganze Energie, die ganze Kraft, die war nach 10 Jahren weg. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass der Titel des Panais ins Schludern oder Schleudern gerät und lieber jetzt mit klarem Kopf und klarem Verstand noch zurücktreten, als wie wenn man seine Arbeit als Panais nicht mehr gewissenhaft macht. Ja? Und die Leute, das Volk, nicht mehr stolz sind auf ihren Panarchen, auf ihren geistigen Führer. Deswegen habe ich gesagt, dann möchte ich lieber zurücktreten und jemand anderes soll den Weg unseres Glaubens weiterführen und uns weiterbringen, was ich 10 Jahre lang gut gemacht habe, aber es doch jetzt langsam ins Schwanken kommt und ich der Herausforderung für die Zukunft einfach als Oberhaupt nicht mehr gewachsen war. Ich habe ja auch damals, ab 2002, bei Kiki im Hintergrund Keduma unterstützt, wann ich immer Zeit und Urlaub und die Möglichkeiten hatte. Dann bei Kevin von 2003 bis 2010. Und dann bei mir von 2010 bis jetzt halt 2022. Also ich war ja von Anfang an mit involviert und habe im Hintergrund mitgeholfen, mit unterstützt, mit beraten und dergleichen. Und das hat mir schon unheimlich viel Freude gemacht. Und als ich zurückgetreten bin, kam ja etwas später, oder vielmehr als ich bekannt gegeben habe, zurücktreten zu wollen, kam ja ein paar Wochen später von Keduma die Nachricht, dass du durch deine Demaskierung gezwungen bist, zurückzutreten, weil man dein Gesicht unter der Maske kannte. Und da hatten wir uns dann ja nochmal kurz geschlossen und du hast mir gesagt, ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir einen Nachfolger, einen neuen Theaterchef finden. Ne? Ja, ne? Nehmen wir doch am Ende dich. Ne? Und dann haben wir ja auch noch drüber gelacht, ne? Und fanden das alle lustig. Und war ja eher als Witz gemeint und am Ende bin ich tatsächlich geworden, weil ich den ganzen Abläufe, das ganze Drumherum, das kenne ich ja alles, das war ja kein Neuland für mich. Neu war für mich nur dann halt plötzlich Oberhaupt von Keduma zu sein. Davor immer im Hintergrund ein bisschen unterstützt und jetzt auf einmal die höchste Position von Europas kleinsten Mauernetten-Schalter einzunehmen. Ne? War so ursprünglich nicht geplant, aber jetzt bin ich froh, dass es so ist und ich freue mich auch und bin auch zufrieden, dass ich nach meinem Amtsrücktritt von dem aktiven Panarchen
jetzt zu einem aktiven Theaterleiter, Theaterdirektor werden durfte. Da habe ich dann immer noch viel Verantwortung und viel zu machen, aber es ist nicht mehr so extrem, wie wenn du ein Kirchenoberhaupt oder ein Staatsoberhaupt bist. Dabei muss man sagen, das hattest du mich mal gefragt, da konnte ich nicht richtig drauf antworten, weil ich sehr befangen war. Du hattest mich mal gefragt, gut, ist Euland ein Gottesstaat? Ja, Euland ist ein Gottesstaat. Du kannst neben der akassischen Glaubensrichtung natürlich noch eine andere Religion ausüben, dann bist du aber Poli. Du hast dann halt mehrere Götter, ob du das mit dir und deiner Glaubenseinstellung vereinbaren kannst, ist dann deine Sache. Ja, aber jeder Staatsbürger von Euland und auch von Sultanien muss auf Papier den akassischen Glauben vertreten. Wie er ihn jetzt in seinen eigenen vier Wänden privat zu Hause vertritt, das wird nicht überprüft. Ja? Aber er muss es. Und Steuern zahlen tatsächlich auch nur die, die polytheistisch veranlagt sind, also die noch eine zweite Religion haben, zum Beispiel neben der klassischen die jüdische Religion oder die muslimische oder halt die christliche ja, oder Buddhismus oder was auch immer. Die müssen Steuern zahlen, die nur den akassischen Glauben vertreten. Die haben Religionssteuerfreiheit. Also die müssen natürlich auch Steuern zahlen, aber die sind von der Religionssteuer sind sie befreit. Polytheistische Glaubensmitbürger allerdings nicht. Ich glaube, das sind 7 oder 8% hier in Deutschland, sagt man, glaube ich, Kirchensteuer dazu. Ja. Die dann monatlich zu entrichten sind. Es gibt aber tatsächlich, also weder in Euland noch in Sultanien, gibt es andere Gotteshäuser. Ja? Also man kann sich in großen Glaubenshallen treffen und dann zum Beispiel christliche Gottesdienste feiern oder jüdische oder sonst etwas. Das ist dann aber zum Beispiel für die höchsten Feiertage, Weihnachten, Ostern und sowas, ist das möglich. Es ist jetzt aber keine Kirche an sich. Ja? Also du wirst in Euland keine katholische oder orthodox oder sonst was oder Moschee oder Tempel oder was auch immer, wirst du nicht finden, außer halt die Tempel von Akasha. Ja? Also du kannst deine Religion ruhig frei entfalten, nur die Möglichkeit, es öffentlich kundzutun, die sind eingeschränkt. Ja, finde ich etwas altmodisch, ich persönlich. Wer weiß, vielleicht wird das irgendwann durch einen meiner Nachfolger anders. Aber aktuell kann man Euland als Gottesstaat sehen, auch wenn es etwas entspannter ist als jetzt woanders. Ja, also ein Gottesstaat, da denkt man immer, boah, der ist heroisch und hart. Muss nicht unbedingt immer sein, ist aber oft der Fall. Bei Euland ist es Gott sei Dank nicht ganz so extrem. Es war der erste Rücktritt in der euländischen Geschichte, also dass ein Monarch lebend aus seinem Amt zurücktritt, gab es noch nie. Auch im Mittelalter noch nicht, ja, die Geschichte der Monarchen.
hat es noch nie gegeben. Amtsaustritt war immer durch den Tod. Sei er jetzt hervorgerufen durch Aberkennung der Position und dann mit der Todesstrafe oder halt auf natürlichem Wege, ja, oder keine Ahnung, klammheimlicher Mord, ja. Aber so, ne, man ist nur aus dem Amt des Kanaichen rausgekommen, wenn man tot war. Die Option zurückzutreten, die gab es, aber wurde nie gemacht. Und irgendwann geriet es halt in Vergessenheit, dass die Option überhaupt existiert. Ja? Keiner wusste mehr davon, bis ich dann mich damit mal auseinandergesetzt hatte, weil ich ja zurücktreten wollte und dann wissen wollte, darf ich das überhaupt? Und wenn ja, worauf ist zu achten, was ist zu zelebrieren? Es gab dann ja auch noch eine eigens dafür gemachte Zeremonie, dass ich dann als aktiver Panarch zurücktrete. Also war schon ein großes Drumherum. Ne? Ja, natürlich bin ich nach wie vor der Panarch von Euland, aber wie du schon sagst, also ich habe keine Ämter mehr, die ich bekleide, außer das Ehrenamt, ein emeritierter Panarch zu sein. Ich habe keine Sonderfunktion mehr. Ja? Ich kann sagen, hey, guck mal hier, ich war mal das Oberhaupt von Euland und das war's. Ja? Aber ich kann nicht mehr bestimmen. Ich kann unterstützen und beraten, wenn gewünscht, aber ich kann keine Forderungen mehr stellen oder sagen, das wird jetzt so und so gemacht. Das überhaupt nicht. Ja? Deswegen, ja, Euland hat so gesehen tatsächlich jetzt zwei Panarchen, mit der Ausnahme, dass ich nicht mehr in Euland lebe. Im Urlaub fahre ich natürlich gerne runter, wenn möglich, ja, aber so habe ich keinen Wohnsitz mehr in Euland, da ich ja jetzt in Duisburg mit dem Marionettentheater genug zu tun habe. Und Euland hat auch nur einen Panarchen, der regiert. Ja, also da gibt es keine Aufteilung. Ja, meine Lieben, das war so ein kleiner, kurzer, schöner Einblick in die fiktive Welt vom Kiruma Marionettentheater. Was hat es genau mit dem fiktiven Euland auf sich und mit dem Panarchen, meinem Nachfolger? Für die, die jetzt immer noch nicht so ganz verstehen, was hat Euland und Kiruma miteinander zu tun, ganz einfach in einem Satz zusammengefasst: die meisten Kiruma-Geschichten spielen in Euland. Und dadurch ist Euland natürlich ein wichtiger Zentralpunkt der Kiruma-Welt. Anders jetzt als zum Beispiel daneben die Inselgruppe Sutanien, die gehört auch zu Euland, erkennt den Panarchen aber nicht an als Staatsoberhaupt, sieht sich selber auch eigen, kämpft schon seit ich weiß nicht wie vielen 100 Jahren um eine Berechtigung als eigener Staat anerkannt zu werden. Aber da müsste Euland dann natürlich das Territorium abgeben. Das möchte es nicht. Und deswegen kommt es da nach wie vor immer wieder zum Streit. Ja, also Sutanien gehört streng genommen zu Euland, regiert sich aber, soweit es
geht selbst, aber mit einer Regierung, die von Euland nicht anerkannt wird. Da gibt es dann bei großen politischen Themen immer wieder Reibereien und Probleme, auch mit den Gesetzen und dergleichen, weil Sutanien einfach viele Gesetze nicht anerkennt oder akzeptiert, denn es sagt sich, wir sind Sutanien, wir sind nicht Euland, aber eine Abspaltung von Euland im offiziellen Sinne, dass Sutanien ein eigener Staat ist, hat es bislang noch nicht gegeben. Das beste Beispiel in der realen Welt wäre dann zum Beispiel, das könnt ihr gerne mal im Internet verfolgen, ganz interessant, und zwar zum Thema Transnistrien. Ja, den Staat gibt es wirklich, wenn auch nicht offiziell. Also es ist ganz, ganz schwer. Ne? Er hat auch von der Fläche her um einiges mehr als zum Beispiel eine Mikronation, könnte aber in Klammern gesetzt trotzdem eine darstellen. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Dazu hat Kilima übrigens auch ein ganz interessantes Video gemacht. Könnt ihr euch ja mal anschauen bei Luzi bereist. Da gibt es dann unter anderem auch Transnistrien. Da ist es ein bisschen besser erklärt. Luzi hat da ein bisschen mehr Ahnung von als ich. Ja. So viel jetzt dazu. Ich hoffe, jetzt habt ihr einen etwas klareren Überblick bekommen. Und ja, bevor ich mich jetzt von euch verabschiede oder wir uns von euch verabschieden, sage ich mal, geht das letzte Wort an meine Nachfolger, an den Panarchen. Er ist jetzt der Chef von Keduma. Und ihm steht da jetzt natürlich das letzte Wort zu. Das steht mir persönlich nicht mehr zu. Na, also ich verabschiede mich jetzt und übergebe noch ein letztes Mal an Panarch Emeritus Leopold den Zweiten. Genau, ja. Ja gut, dann habe ich jetzt das letzte Wort, okay? Gut, ja, wenn du das so sagst. Also, liebe Leute, liebe Fans von Keduma, bleibt uns weiterhin treu. Ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Ihr habt ein bisschen mehr über mich gelernt, was hinter mir und meinem Charakter, meiner Figur steckt. Ich werde natürlich versuchen, weiterhin maskiert zu bleiben. Ihr dürft nicht vergessen, das, was jetzt zum Thema Euland und Panarch gehört, das ist fiktiv. Ja? Also ihr werdet in keinem Erdkundeatlas das Land finden. Trotzdem vielleicht war es für euch interessant, mal herauszufinden, was eigentlich hinter mir als neuem Keduma-Chef steckt und wie viel Hintergrundgedanken wir uns überhaupt um meinen Charakter gemacht haben. Woher ich komme, wieso ich so aussehe, wieso ich so heiße, wieso es überhaupt einen Wechsel gab, ja? Und dem Ganzen. Na, also nehmt das Ganze nicht allzu ernst. Es ist mehr als Hommage oder ausgedachte Geschichte, beziehungsweise als offizielle Erklärung zu sehen, aber halt immer noch fiktiv. So, und bevor das Video jetzt noch länger unnötig wird, sage ich Tschüss. Ja, so sagen wir Tschüss. Danke fürs Zuschauen, bleibt uns weiterhin treu. Wir gehen langsam auf das Jahresende zu. Dementsprechend auch schon mal schöne Festtage und einen guten Rutsch. Und dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch im nächsten Jahr dabei seid und
uns, oder dann vielmehr mich, ich ja nicht mehr, auf den Live-Auftritten seht und besucht. Oder bis dann. Ich freue mich, bleibt uns weiterhin treu im Internet, auf den sozialen Netzwerken und bis demnächst. Thank you.